Pflegefall Deutschland, also Anfang an, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen will. Eine mir ziemlich nahestehende Person ist durch eine Krebserkrankung momentan zu einem Pflegefall geworden. Und so jetzt werden die Unterbrechungen zwischen den Chemotherapiephasen soll sie entlassen werden. Und freundlich, wie die Angehörigen sind, wollen sie sie nach Hause holen. Alles wunderbar organisiert. Ein Pflegebett wird geliefert, aber kein Pflegetisch. Also, wo man Essen draufpacken kann, essen kann, Zeug drauflegen kann und so. Nur ein Bett. Und das Bett ohne Matratze. Weil der Pflegegrad noch nicht festgestellt ist. Aber nach Hause soll sie entlassen werden. Der medizinische Dienst, der Krankenkasse hier, soll nach Hause kommen, soll auf dem Lattenrost liegen, vom Boden essen oder sonst was. Das Bett ist genehmigt, nichts anderes. Bevor der Pflegegrad nicht festgestellt ist. Das ist ja unglaublich. Deswegen komme ich zu dem Schluss, Pflegefall Deutschland. Und eigentlich soll doch die Maxime gelten, ambulant vor stationär. Aber ich habe den Eindruck, so Pflegeheime, Kurzzeitpflegestationen, werden eher unterstützt als die häusliche Pflege. Das ist wirklich ärgerlich, das ist so ein Blödsinn. Das ist Deutschland, wie es nun mal ist. Ich verzichte jetzt auf den ganzen Nevermind, Destroy und Goodbye-Scheiß. Dann nur auf Wiedersehen. Denkt ihr mal drüber nach. Jeden kann es treffen. Ein Bett ohne Tisch und ohne Matratze. Jetzt seid ihr dran. Tschüss.